Mein Name ist Monika Wilczek. Ich bin bei der Charité Facility Management GmbH tätig. Dort im Bereich Personal und Ausbildung, bin Projektleitung und bin Hauptansprechpartnerin für die sozialen Projekte im Unternehmen. Ich bin Regionalbotschafterin geworden, weil es für mich ein persönliches Anliegen ist, Menschen mit Einwanderungshintergrund behilflich zu sein, in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Das sehe ich auch als meinen persönlichen Anteil für die Gesellschaft. Und mir ist es wichtig, an der Stelle unsere langjährigen positiven Erfahrungen an andere Unternehmen weiterzugeben. Zum Abbau von Vorurteilen und Bedenken. Denn diese Arbeit ist im Ergebnis eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Unternehmen gewinnen neue, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und diese wiederum können sich aktiv in unsere Gesellschaft einbringen und damit ihre Teilhabe zeigen. Es gibt ganz viele positive Erfahrungen. Aber was für mich persönlich am wichtigsten ist, ist die persönliche Begegnung mit diesen Menschen. Denn ich glaube, ansonsten hätte ich diese Schicksale nur als oberflächliche Beobachtung aus den Medien mitnehmen können. Und ich bin immer wieder beeindruckt über die hohe Lernbereitschaft und Motivation dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie halt leisten beim Einstieg in die Arbeit oder in die Ausbildung. Und ich bin sehr stolz, insbesondere auf die jungen Menschen, die bei uns inzwischen ihre Ausbildung erfolgreich absolvieren konnten. Denn sie sind wirklich der beste Beweis dafür, dass Wohnwille ist, sich immer eine Chance und damit ein Weg auftut.